So, und da sind wir dabei, The Forest. Ich bin jetzt hier oben, starte hier. Aus irgendeinem Grund leckt das Spiel durchgehend. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es übrigens mal lauter gestellt. Mich übrigens auch. Keine Ahnung, ob das passt. Und es leckt halt bei jeder Bewegung. Ich weiß auch nicht. Ist seit einer Zeit jetzt plötzlich so. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt was gegen machen soll, weil irgendwie bringt's überhaupt nichts im Moment. Wisst ihr was, ich pack die ganzen Pfeile erstmal weg. Die sind jetzt nicht mehr auf Feuer aufgebessert, aber egal. Ich glaube, dort vorne sind ein paar Gegner. Ich habe eben eine Frau schreien gehört. Jetzt läuft es eigentlich schon besser als eben. Eben war das unerträglich. Da konnte ich nicht laufen, ich konnte nichts machen. Mittlerweile kann ich mich wenigstens bewegen, ja wow. Ich habe auch letztens nochmal den Multiplayer probiert, aber da kann ich mich wirklich gar nicht mehr bewegen. Das ist wirklich bescheuert. Naja. So, ich habe hier doch eben eine Frau gehört. Wo ist die hin? Die hat hier eben rumgeschrien und ist dann anscheinend abgehauen. Ich weiß auch nicht. Ich raste auch voll aus. In letzter Zeit. So oft, wie das Spiel hier rumleckt wie sonst nichts. Ohne Grund jetzt. Ganz ehrlich, weil vorher hat es ja auch nicht rumgeleckt. Und das liegt auch nicht an den ganzen Gebäuden. Sonst hätte es ja in vorherigen Spielständen so rumgeleckt. Ich glaube, die Entwickler haben es scheiße gemacht. Und irgendwie mit irgendeinem Update die Performance runtergemacht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das habe ich sogar gelesen. Mein GLP hat das schon mal geschrieben, dass die Performance total runtergegangen ist mit diesem Update. Hat er, glaube ich, auf Twitter geschrieben. Ich habe gerade gedacht, da steht einer. Ach ja, was ich noch sagen muss, folgt mir auf Twitter. Das muss ich immer wieder sagen, weil einige mir einfach nicht auf Twitter folgen. Da hat doch gerade einer geschrien. Weil ich will, dass Leute mir auf Twitter folgen und wäre halt ganz schön, wenn mir Leute auf Twitter folgen. Weil ich will, dass Leute mir auf Twitter folgen. Ich glaube, das habt ihr verstanden, oder? Denn auf Twitter, da poste ich allerhand witzigen Scheiß. Und da weiß man auch immer, keine Ahnung, was ich gerade denke, ja, ja. Und letztens kam da sogar schon eine Preview auf den Jeffrey-Part. Da haben Leute schon von Jeffrey gewusst. Da war der noch gar nicht da, ne? Jetzt ist der eine Pokémon-Karte. Wow, ne? Also, Jeffrey als Pokémon-Karte, wer will ihn nicht? Holt ihn euch jetzt auf Twitter. Richtig scheiße. So eine Dauerwerbesendung, hol dir Jeffrey als Pokémon-Karte. Ich meine, wer will ihn nicht? Es ist Jeffrey. Hallo? Das Blöde ist, ich kriege jetzt das Feuer da nicht aus. Ich muss warten, bis es ausgeht. So, was sollte ich denn jetzt mal in letzter Zeit mal wieder machen? Wir haben letztens gekämpft, aber jetzt haben wir hier überhaupt nicht mehr irgendwas, was wir mal tun könnten. Ich meine, wir könnten... Nee, ist irgendwie langweilig. Wir könnten aber auch... Ich könnte hier an dieser einen Stelle einen Weg bauen. Also, dass man hier raus kann und dann auf die Gegner schießen kann, wäre, glaube ich, besser. Aber irgendwie habe ich dazu auch keinen Bock. Könnten überdachten Hafen bauen, aber nee,
Und ich habe jetzt langsam Bauchschmerzen, weil ich diese komischen Reiswaffeln gegessen habe. Mit Schokolade drauf. Blöde Reiswaffeln mit Schokolade drauf. Warum stehen hier genau drei Steine? Genau hier. Heißt es, hier war ein Totem? Weil das steht halt einfach genauso, als wenn hier ein Totem wäre. Ja, genau. Dieses kleine Eichhörnchen hat mich voll mit Blut gemacht. Wir wissen ja, wie explosiv kleine Eichhörnchen sind. Wie, ihr wusstet das nicht? Ja, lernt das mal auf dem Discovery Channel. Der Discovery Channel. Der weiß, wo das ist. Kein Product Placement. Weil der Discovery Channel eigentlich kein Produkt ist in gewissermaßen. Vielleicht ein Produkt. Ein Produkt einer Zusammenarbeit, was weiß ich wovon. Vom Discovery Channel. So, was ich jetzt erstmal will, ist, keine Ahnung, irgendwas machen. Komm schon, mir muss doch irgendwas einfallen. Das kann doch nicht wieder so ein Part werden, wo mir einfach nichts einfällt, wo ich einfach nur rumlaufe. Ja gut, ich könnte mir was zu essen holen, ne? Ich könnte auch mal die Köpfe sammeln, ja, genau. Das bringt es auch voll, ist voll wertvoll. Ich frage mich auch immer, warum die hier Totems hinstellen. Also das ist sowieso vorgeneriert, aber warum sollte man hier ein Totem hinstellen? Macht irgendwie keinen Sinn. Wir haben immer noch keinen von diesen neuen Schreien gehört. Ich habe die schon bei anderen. Abbetest du? Bei anderen YouTubern gehört, aber hier noch nicht. Na, wie geht's? Du musst dich nicht an mir stören. Kannst ruhig weiter beten. Leck, leck, leck. Der Schrei hat sich irgendwie angehört, als käme er von hinten. Naja, dich nehmen wir mit. Ein Regenbogen. Ist die Welt nicht schön? Voll mit toten Leuten. Und Jeffrey. Ja. Ohne Jeffrey wäre die Welt halt nicht so, wie die Welt ist. Mit Regenbogen und toten Leuten. An diesem Baumstumpf könnte ich auch mal was versuchen. Falls ich da nicht einfach durchlaufen kann. Kann ich nicht. Darauf könnten wir mal was bauen, oder nicht? Also so den Turm der Zerstörung, den könnten wir da hinbauen, oder nicht? Habt ihr Bock auf den Turm der Zerstörung? Ich hoffe ja. Ich leg den Typen hier einfach mal hin. Ach ja, wir bauen einfach mal Fallen, genau. Hier werden ja sowieso immer Leute hingelockt. Also warum sollten wir hier nicht eine Falle hinbauen? Klar, das Teil hier geht bald kaputt, aber scheiß drauf. So, ich mag ja diese Falle hier am liebsten. Keine Ahnung wieso. Der Turm der Zerstörung kommt natürlich irgendwann da drauf. Hoffe ich. Ich meine, warum nicht? Warum kein Turm der Zerstörung? Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass bald die Mutanten hier auch wieder hinkommen. Denn wir hatten jetzt erstmal längere Zeit nichts mehr mit denen zu tun. Was natürlich darauf schließen lässt, dass die kommen werden. Das werde ich ganz sicher nicht machen. Da hole ich mir lieber Rope von irgendwo anders her. Den einen Baumstamm hole ich von hier. Das andere wäre Verschwendung. So eine Bombenfalle mache ich nicht, weil ich die nicht als sinnvoll erachte.
Also ich würde sie jetzt nicht in meinen Vorgarten bauen wollen, aus Gründen. So, und schreib bitte nicht hinein, ob das von der vom Ton her passt. Ich weiß das selbst. Ich gucke mir die Videos auch selber an. Dankeschön. Ich weiß nur manchmal nicht, ob das jetzt. Also wenn ich nicht wirklich nachgucke, ich muss eigentlich nachgucken, um halt den Titel für die Folge zu wissen. Aber wenn ich manchmal nicht nachgucke, dann kann da wieder dieser Aufnahmebug kommen. Keine Ahnung. Der kommt aber auch irgendwie nur, wenn ich das auf YouTube hochlade. Normalerweise gucke ich mir die alle vorher schon an und da ist dann nichts. Und wenn ich dann auf YouTube hochlade, dann plötzlich doch. Bist du die Frau, die eben geschrien hat? Beantworte mir halt nicht meine Frage, ey. Was für eine asoziale Frau. Warum denken die immer, dass die so umspringen können, wie die wollen mit mir? Nur weil ich ein Typ bin. Das geht nicht, weißt du, das ist sexistisch. Kommt der da gerade hier rüber? Keine Ahnung, der wollte auch mal baden, ist warmes Wetter. Ich habe so noch ganz viele Knochen. Da vorne. So. Komplette Rüstung ist immer besser. So, die Frau wird hier doch jetzt noch warten auf uns, oder nicht? Wie viele Federn haben wir? Genügend. Nur für den Fall der Fälle. Das heißt dann aber auch, dass wir zurück in ins Dorf müssen. Neues Clove holen, Zeugs, Kleidungsstücke. Boah, was ich mich freuen werde, wenn ich endlich hier was Neues. Halt die Schnauze. Ich gehe hier durch. wenn ich endlich eine neue Grafikkarte da habe. Vor allem, du bist so ruhig. Du machst alles sehr ruhig, diese Let's Play. Fick dich da hinten! Das galt ihr. Nur weil du nicht zufrieden damit bist. Du bist eine andere Frau. Bist vom Stamm. Hier ist nicht irgendwie Wildlife Acrobatics, weißt du? Das geht nicht. Also das waren gerade Mitglieder der Truppe Wildlife Acrobatics. Das sind solche Freerunner. Die gehen immer so draußen rum. Und die rennen und springen. Dich mal zu deinem Freund. Was ich jetzt nochmal wieder ausprobieren will, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Klappt es noch? So, und die dürften ja jetzt eigentlich gleich mit richtig vielen ankommen, oder? Wollen wir mal hoffen. Da kommt schon wieder jemand. Ach, du nackte Frau! Bist dieselbe von eben. Ja, guck nicht. Wo bist du auch drauf? Hier noch jemand? Ich bin schneller. Ja. Wildlife Acrobatics. Immer scheiße. Dieser Verein, ey. Die hatten schon Probleme mit Greenpeace, ne? Weil die, einfach so an den Bäumen rumklettern.
Und das ist nicht gut für die Bäume, weil da manchmal die Äste kaputt gehen und dann ist das nicht gut für den Baum. Ja. Wildlife Acrobatics. So, haben wir das auch. Was auch immer ich da gerade in der To-Do-List gemacht habe. Setup Camp oder was auch immer. Ne, Setup Defense. Jetzt noch Timmy und Waterfall Cave. Ja, mache ich. Mir geht's auch gut. Ja. Haben wir hier noch irgendwas, was uns überhaupt schaden könnte? Ich glaube nicht. Es gibt keinen Gegner, der uns irgendwie gefährlich werden könnte. Wir sind an der Spitze der Nahrungskette. Wir sind ein echter Dinosaurier. So kennt man uns jedenfalls, ne? Echte Dinosaurier. Ja, ich muss das Fleisch gleich wegpacken. So, vielleicht sehen wir ja in der Nacht nochmal Jeffrey wieder. Ich weiß ja auch nicht, was der gerade so tut. Außerhalb der Zar. Der hat ja einen ganz, ganz engen Zeitplan. Ne? Der kann halt auch nicht immer. Aber wenn er mal kann, dann bringt er immer Freunde mit. Also, auf ihn kann man eigentlich zählen. So, und um noch mehr anzulocken. Ich habe nichts reingetan. Um noch mehr anzulocken. Viel Spaß. Dass es immer noch Leute gibt, die das nicht verstehen, wie das geht. So, ich baue hier, glaube ich, auch mal einen Hasenkäfig zur Not hin. Hier so direkt in der Nähe. Damit wir die Hasen da direkt reintun können, falls wir welche fangen. Müssen wir die nicht so weit wegtragen. Ich glaube nämlich, dass die despawnen, wenn man zu weit weggeht. Also ich habe jetzt so ziemlich alles, was die anlocken sollte, hier an einem Punkt aufgestellt, also kann man mir ja jetzt nicht sagen, dass hier keiner kommt. Das wäre dann schon irgendwie komisch. Und wenn hier gleich kein Mutant oder so ankommt, das verstehe ich dann erst recht nicht. Also, die Nacht muss ja jetzt vollgestopft sein von Gegnern. Ich glaube, da habe ich sogar gerade einen gehört. Naja, ich weiß nicht. Ich warte auf den einen Gegner. Der Gegner, der mich endlich besiegen kann. Der einzige, der es überhaupt schaffen kann. Nein, es ist nicht Jeffrey. Jeffrey ist mein Kumpel. Der würde mir nie was tun. Also die Musik, die geht ja schon ein bisschen ab, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Eigentlich müsstet ihr die hören. Ich habe das Spiel lauter gestellt.
So, die ersten Gegner dürften ja gleich schon kommen. Ich bin an einem Feuer. Cold and Wet ist jetzt nicht wirklich eine Option. Ach komm, das muss die jetzt doch anlocken. Naja, ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.